Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Pohlert, das verstehen nur Insider. Ihr Hinweis auf den Sachverständigen Thüm war ja, er rücke Sie in die Nähe der populistischen AfD. Wenn Sie sowas behaupten, ist es aber unklug, selbst dann den irrlaufenden Gedanken von einzelnen Abgeordneten, das Nationale mit dem Sozialen zu verbinden, in Bezug auf unsere Gesetzgebung heute zu beziehen. Denn das ist nichts anderes als billiger Populismus, den Sie eben gerade vorgeführt haben. Sie belegen, was Sie inkriminieren, keine kluge Strategie. Und insgesamt muss ich bei Ihren Ausführungen und auch bei den Ausführungen von Frau Jelpke leider sagen, ich verstehe die Absicht, aber ich vermisse jeglichen Sinn in Ihren Ausführungen. Ich finde es auch atemberaubend, mit welchen Girlanden und relativ abstrakten Verrenkungen Sie es geschafft haben, hier uns erklären zu wollen, warum wir keinen Ausschluss der Einbürgerung bei Mehr- und Vielehe haben sollten. Und ganz schnell, in einer Sekunde, waren alle geschlechtergerechtlichen Fragen vom Tisch gewischt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, merkwürdig, wie Sie heute uns, die wir diesen Gesetzentwurf unterstützen, vorwerfen, wir würden in die Modernität zurückfallen. Ich würde eher behaupten, die Art, in der Sie diese Debatte skandalisieren, ist ein Rückfall in eine vormoderne Gesellschaft und tut so, als lebten wir nicht in einer modernen, selbstbewussten Migrationsgesellschaft. Und meine These lautet, zugespitzt, Sie verwechseln, und Sie verwechseln mutwillig, einen Verwaltungsakt, einen rechtsstaatlichen Akt, wie zum Beispiel die Identitätsfeststellung, mit der Frage der vielgestaltigen sozialen Identität von Menschen. Das eine und das andere hat aber nichts miteinander zu tun. Sie begehen aber bewusst diesen Kategorienfehler. Und wenn man das macht, von so einem relativ hohen moralischen Ross aus und in der Überzeugung, die richtige Gesinnung zu haben und in der Überzeugung, wir müssten ein schlechtes Gewissen haben, da müssen Sie sich auch gewisse Kritik anhören. Es ist meines Erachtens in der Tat eine Fragestellung, wenn man versucht, gegenüber Akten der Intoleranz, und das ist für mich IS, das sind für mich terroristische Vereinigungen, das ist die Idee der Vielehe, allzu viel Toleranz zu entwickeln. Allzu viel Toleranz gegenüber der Intoleranz mündet im Ende der Toleranz. Und erstaunlicherweise klagen Sie uns an, ja, im Tone der Toleranz. Wenn aber die Prediger Toleranz gegenüber den Andersdenkenden so intolerant sind, dann herrscht die Intoleranz und Sie begehen ein kategorisches Eigentor. Wenn leider, wie wir heute erlebt haben, von rechts außen behauptet wird, es gebe keinen Rechtsextremismus, dann ist das zutiefst eine erschütternde Karikatur unserer Gesellschaft. Wenn Sie aber umgekehrt behaupten und unterstellen, unsere Gerichte und unsere Ausländerbehörden und die Innenministerien würden alle durchdrungen sein von den Muff von 1000 Jahren, dann ist das auch eine zutiefst fragwürdige Karikatur unserer modernen rechtsstaatlichen Gesellschaft. Und Sie machen doch genau das, wenn Sie in diesen Kategorien denken, hier behaupten, wir würden sozusagen als Mehrheitsgesellschaft die Minderheitsgesellschaft diskriminieren sollen, dann machen Sie doch genau das. Sie reduzieren Menschen auf ihre Gruppenkategorien und Sie zeichnen eine Karikatur von Menschen. Und das ist absurd. Es wurde deutlich nachgewiesen. Frau Högel hat es getan. Rechtsprechung, Anwendungshinweise, selber die Gesetzeslage schon Paragraph 9. Alles macht deutlich, woraufhin der Begriff Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse zielt. Aber wenn wir jetzt mal ganz einfach allgemeinsprachlich Herr nachdenken Kollege, würden, Ihre Redezeit ist, ist dieses heutige Land mit seinen deutschen Lebensverhältnissen ein modernes, offenes, liberales Land. Und in einem offenen, modernen, liberalen Land ist es kein Problem, sich in diese Verhältnisse einordnen zu können. Nein, es ist unsere Aufgabe im Sinne Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. Leitkultur, die Einnahmen hat.
Staat, Grundgesetz, genau dies zu verteidigen und das zu vertreten. Und nichts anderes macht dieses Gesetz. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Philipp Amthor.